Eine Fackel können wir uns noch einpacken, nur das finde ich doch mal reizend. Sand. Ist nicht das richtige Objekt. Das auch nicht. Mithilfe dieses Tons können wir eine Form herstellen. Eine Form herstellen, ja. Da brauchen wir Kleber, da geht es zum Steinbruch. Bruch. Zum Labyrinth, zur Ruine. Und kaltes Wasser. Nun. Da hängt es gerade wieder. Irgendwas mit der Feuerstelle, aber was? Unsere Fackel können wir entzünden? Nein. Hier gibt es im Moment nichts. Hier gibt es im Moment auch nichts. Ach, ja, na klar. Eine Form hier mit dem Wachs. Machen wir erstmal einen Abdruck davon. Und nu? Wir müssen die Flüssigkeit in den Kessel füllen. Welche Flüssigkeit in den Kessel? Das da rein. Moment. Ah, wie kann man nur so doof sein? So, jetzt schmelzen wir das Metall. Klar. Szene abgeschlossen. Dann kippen wir das Metall dahin. Master, you have to hurry. Ja, ja. I am almost done. It remains only for me to cool the casting pewter and we'll have a copy of the seal. Abkühlen. Hm. Abkühlen. Wir können das jetzt nicht mitnehmen. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem Kessel Wasser holen. Und draufkippen. Genau. Dann können wir das jetzt mitnehmen. Wir haben immer noch keinen Kleber. Und einsetzen. Drehe die Sechsecke, um ein Bild herzustellen. Drehen. Hier, das ist doch deine Schnute. Das ist die von dem. So, das wird dein... Genau. Dann das so rum. Das ist doch mal ein ganz nettes Rätsel. So, dann haben wir hier wieder... Na klar, das wird deine Stirn. Dann haben wir so eine Krallen, die da... Ach nein, Mist. Diese Krallen. Oh, das sind das. Das sind Flügel, ja? Flügel vom Gargoyle. So, das kommt so hin. Das würde ich ja sagen, so. Und dann das hier noch. Oh, komm schon. So. Und. Genau. So haben wir uns das gedacht. Bravo, gewonnen. Und wir können durch die Tür. It is here. So close. Almost in our hands. Mina, stay close. This place is too dark. Gut gemacht. Du hast den Pluto-Tempel gefunden. Du hast diese Auszeichnung erhalten. Veteran des Dunklen. It's too dark.
Können wir die Fackel in irgendeine Halterung stecken? Wir haben doch... Fackel und Feuer? Ach, Kleber fehlt. So, nochmal. Die ist abgeschlossen, die ist abgeschlossen. Also wirklich entweder was mit hier oder dann halt hier drin zur Ruine. Achso, das ist zurück. It's too dark. Ja, wir haben eine Fackel, wir haben Streichhölzer, aber... Fackelstelle, da. Alles klar. Pluto, the guardian of the underworld. Was? Holding in his hand the scepter of darkness, the source of his power. Von mir aus. No one has ever found any trace of a temple dedicated to this god. This is certainly the only one buried for 2 millennia. Look at the ceiling. We are under the foundations of Notre Dame. This temple must have been discovered during the construction. Take the scepter. So typisch. Und die Christen haben einfach ihre Kirche oben drauf gesetzt. The power of God. The world will kneel before us. Igor has a bad feeling. The bearded god is angry. Master, he will reduce us to ashes. Igor is right. We must be cautious. The destruction of this temple must have been caused by his anger. We must appease him before seizing the scepter. Okay, beschwichtigen. Wir bauen ihm eine Freundin. Da ist was? Ah, Wimmeln. Ein Müll hier unten. Wie kommt der kleine Igel runter? Aber wie kommt auch diese kaputte Puppe hierher? Und frisches Obst. Na lecker. Schriftrolle und Schwert. Mal wieder so ein Krempel, ey. Keine Ahnung, ich sehe gar nichts. Sack, Seestern, Steinkopf. Hier ist ein... Doch, das ist ein Steinkopf. Ach, du bist doch doof. Da liegt ein Gehirn. Toll. So, Sack und Seestern, wenn der Steinkopf schon nicht geht. Ich sehe schon wieder eine Fledermaus. Süß. Motte, Krug und Messer. Oh, das ist heftig, das Wimmelbild. Hier ist ein Messer. Ist das ein Krug? Nee. Nicht für die Wimmelleute. Hier ist der Steinkopf. Motte ist hier. Ein Schwert mussten wir auch finden. Seestern kann natürlich auch wieder ein Wandgemälde sein. Ja, Seestern. Ah. Und ein Sack. Wo ist hier ein Sack? Das kann auch wieder ein Beutelchen sein. Peitsche, Skelettbein, Chilischote. Da ist die Peitsche, da ist die Schote, da ist das Bein. Ein Krug. Wir suchen nach wie vor einen Krug. Sagt Krug. Das ist ein zerbrochener Krug. Das Ding hier hinten. Ihr macht mich schwach. Akkordeon. Da ist ein Schifferklavier. Geweih und Opernglas. Ist das der Operngucker? Und ein Geweih. Wo ist hier ein Geweih? Aha. Das da ist doch kein Geweih. Ich sag nichts mehr. Schriftrolle und Sack. Da ist ein Sack. Gut versteckt hinter den Spinnweben. Und da ist die Schriftrolle. Ah. Ich habe das Stück einer Statue. Und ich vermute mal, genau deswegen waren wir auch hier, oder? Von Proserpine, Gattin des Pluto, sie ist zerbrochen. Hände und Kopf fehlen. Wir haben hier Teile davon. The radiation has ceased. Pluto is appeased. Ist beschwichtigt. Appeased. Hier kann man ja noch gute Vokabeln lernen. Ha. But the power has disappeared. No,
It is still present in the sphere on the Scepter. We should take it. But Master, if you steal the artifact of the bearded god, he will get angry again. Könnte sein. We should replace the sphere of the Scepter with something else. Something similar enough to deceive. Die Kugel draußen. Aber da fehlt uns noch Kleber. Was haben wir denn hier? Klebstoff. Na klar, hier liegt Leim. Ist das logisch? Ach Gott. Glue. In so einer alten Flasche vor allem. Der ist auch überhaupt nicht eingetrocknet. Oh, ich find's niedlich. Also wenn ich hier so manchmal läster, ne? Ist nicht böse gemeint. Ich finde das einfach nur zauberhaft. Hervorragende Arbeit. Du hast das falsche Artefakt zusammengesetzt. Du hast diese Auszeichnung erhalten. Schlauer Fuchs. Na dann, tun wir's. Können das beides austauschen? We must get out of here. Everything is falling apart. Von wegen, da merkt's nicht. Irgendwas geht hier aber noch. Können wir noch mal wimmeln? Irgendwas muss hier noch sein. Da, Decke. Wir können das Gewölbe der Decke zerstören, um hier herauszukommen. Ach so. Mit der Kula? Um die Decke zu zerstören, lasse mit begrenzten Spielzügen gleiche Spielsteine aufeinander prallen. Was? Die Spielsteine müssen in Farbe und Symbol übereinstimmen. Wenn zwei Steine mit verschiedenen aufeinanderstoßen, wechseln beide ihre Farbe. Okay. Mit begrenzten Spielzügen. Das wird die Schwierigkeit mit begrenzten Spielzügen. Wenn der runterflutscht und der hier hinter, haben wir ein Problem. Also den rüber oder hier ran. Den, der würde hier gebremst. Der würde nonstop da hochchinnern. Das ist nicht so einfach. Wieso muss das so hier gesichert sein? Diagonal können die nicht, ne? Nee. Und wenn ich den da hochschicke. Es ist wieder wie dieses, was wir hatten hier, wo die in ihre Löcher mussten. Mit den Farben. So ähnlich zumindest. Wenn ich den rüberschicke. Wenn ich den hier hochschicke, landet der da. Und wird aufgehalten. Wenn ich den da hinschicke. Und dann darunter. Das sind 3 von 6 Züge. Das ist ja. Bringt nicht viel. Der chinnert da rein oder da rein und ist weg. Den erstmal runter. Die beiden hinter, dann kriegt man die miteinander weg. So. Nur der Rest jetzt wird mit 2 Zügen vor allem.